Hallo, willkommen zurück zur nächsten Folge Fallen Order. Wir sind ja gerade auf Ilum angekommen und holen uns jetzt den neuen Kristall für unser nächstes Lichtschwert und wagen uns einfach mal nach draußen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, Tür zu ist eine gute Idee bei der Kälte. Ich muss auch sagen, das Outfit passt hier irgendwie jetzt nicht so ganz, aber. Ja, nach der entsprechenden Clone Wars-Episode. Bin ich mal gespannt. Wie genau das sich hier mit Clone Wars deckt. Also, ich will nicht sagen, aber ich möchte mal behaupten. Oh, okay. Starker Wind. Ich will ja mal nichts zu sehr spekulieren hier, aber ich habe so die Vermutung, der Imperator weiß von diesem Ort und deswegen dürfte es hier, also sollte es eigentlich ja hier von Stormtroopern wimmeln, aber oder zumindest sollte der Tempel einigermaßen zerstört sein. Aber ich guck mal. Over there, over where? Ach da, ha. Ich hatte mich schon gefragt, ob das Spiel bei den vier Locations bleibt, aber dann kommen jetzt nach und nach doch neue dazu. Untersuchen, was untersuchen? Ja, wahrscheinlich weiß der Tempel einfach davon, wie schlecht es um die Jedi bestellt ist. Es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich muss gerade an ein Mario Party Minispiel denken. Ein Teamspiel, wo man zu zweit gegen das andere Team zu zweit spielt. Und gemeinsam einen Berg hochklettern muss. Und immer aufpassen muss, dass man nicht vom Blizzard weggeweht wird. Was ich mich ja da immer frage, aber da sind wir an dem Punkt, wo man Star Wars vielleicht auch wieder nicht zu sehr hinterfragen sollte. Wer hat den ganzen Scheiß hier gebaut? Nope. Das ist wohl erst für später. Ein Machtecho von Indiana Jones oder was? Schade, ich dachte, es gibt noch ein Bild dazu. Das wäre wirklich super gewesen. Okay, ich hätte hier gar nicht hochgemusst. Wie üblich bin ich übers Ziel hinausgeschossen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie will ich immer die Taste zum Festhalten länger gedrückt halten, als ich eigentlich soll. Ich will sie die ganze Zeit immer gedrückt halten zum Klettern. So, das wollte ich damit sagen. Ich glaube, das habe ich auch schon irgendwann mal erwähnt. Aber bisher keine Stormtrooper. Also erwarte ich mal, wie heißen sie? Diese Machtwächter, wenn hier überhaupt Gegner kommen, kann ja auch sein, dass es mal ein reiner Jump-and-Run-Abschnitt wird, sozusagen. Verstärkungsfenster, was soll das denn sein? Ah, okay, erzeugt Wärme. Ich lasse das jetzt nicht lange genug on screen, um das lesen zu können. Das ist ja jetzt nicht weltbewegend.
Wen es interessiert, der kann es ja selbst spielen. Ich finde ja auch das durchaus bemerkenswert, wo mache ich denn das Ding hier fest? Oh. Okay, gut, ich kann da gar nicht reinlaufen. Mache ich denn das fest? Naja, wenn das relevant wird, kommt das gleich noch mal wieder, möchte ich behaupten. Da schmilzt doch was. Ach ja, ich kann das auch zum Schwingen benutzen, ne? So war das doch. So, mal gucken. Ist noch so ein Kristall? Lichtverstärkende Kristalle. Jetzt sind wir wieder hier. Aber was bringt mir das? Ein Jedi-würdiges Puzzle, oder bin ich nur zu blöd? Guck mich erstmal noch mal weiter um. Hier kann man ja auch runter. Da haben wir erst noch mal was zu scannen. Dem Jedi-Meister fehlt aber was. Meine Güte, scan, scan, scan. Jedi-Geräte. Der Gerät. Ich erinnere mich jedenfalls an das mit der Eistür aus Clone Wars. Das war eine coole Folge. Und mit David Tennant kann man ja sowieso nie was verkehrt machen. Vielleicht das hier reinhängen. Nee, Quatsch. Das darüber. Und jetzt wieder hoch. Okay. Rätsel verstanden. Glaube ich. Ja. Träumchen. Und da unten ist ein Speicherpunkt. Wir sind also auf dem richtigen Weg. Dann erstmal speichern. Ist das nicht ein bisschen kalt? Naja, Kerl ist offenbar hart im Nehmen. Ah, okay, warme Quellen. Und natürlich nicht vergessen, immer gut umsehen, damit uns sowas wie das nicht entgeht.
Ja, komm. Irgendwie sind die Skins für BD so das Beste. Bin ich hierher gekommen? Nee, da kann ich wieder hochklettern. Ich erforsche einfach mal. Habe ich irgendwie ein fest definiertes Ziel? Okay, in die andere Richtung, aber. So, weiter geht's. Ist anscheinend nicht nur Obi-Wan, der mit seinem Padawan zu hadern hatte. Wäre aber ja auch nichts Neues. Ja, und jetzt bist du auch noch durchnässt. Ja, ist wie ein Zauberstab. Süß. Ups. Foto gemacht. Jetzt möchte ich allerdings doch mal mich hier farblich anpassen. Zwar nicht ganz perfekt das gleiche Design, aber. Er hat ihr Vertrauen. War da nicht, war das aus dem Expanded Universe oder war das woanders her? War das im neuen schon, in der neuen Continuity, dass die Höhle hier quasi zerstört wurde? Und dann wäre die Frage, wann ist das passiert? Weil ich meine, mich daran zu erinnern, dass es süß. Was wollte ich sagen? Hab's wieder vergessen. War wohl nicht so wichtig. Moment, geht es nicht in die Richtung irgendwo weiter? Das ist dann wahrscheinlich für den Rückweg, nehme ich mal schwer an. Denn das hier ist eher so eine Sackgasse. Und auch das ist mehr so Kategorie Sackgasse. Wenn der echt ist. So. Damit kann ich immerhin noch dealen. Aber ich habe ja gesagt, das Imperium ist hier irgendwo. Ist nur die Frage, ob sie auch Trooper hier haben. Gegen die wäre ich jetzt erstmal mehr oder weniger machtlos. Au. Ja, bettelt euch gegenseitig. Vielen Dank. Das ist mir doch die spezielle Belohnung hier wert. Neue Lichtschwerthülse. Nice, nice. Wenn ich da jetzt langlaufe, dann komme ich doch nur wieder zurück, wo ich schon herkomme, oder? Hm. Sieht mir nicht safe aus, aber nun gut. Wir erkunden mal weiter.
Oh, das war sogar der richtige Weg. Irgendwie hatte ich erwartet, dass ich woanders lang muss. Mehr Unterwassergebiet kann ja nur heißen mehr Kisten. Da sage ich doch nicht nein. Hier geht's ohne Lichtschwert nicht weiter. Dann vermute ich mal, es geht hier weiter. Und damit liege ich anscheinend nicht falsch. Wie auch immer diese Geysire hier funktionieren können, ohne dass das warme Wasser hier den kompletten die komplette Umgebung schmilzt, aber naja, es scheint ja auch ein bisschen Fels dazwischen zu sein. Er ist ja optimistisch. Uff. Ich weiß immer noch nicht so recht, ob das mit den Farben. Irgendwas auf sich hat. Wieso kann ich hier jetzt nicht mehr schneller schwimmen? Ach, und hier ist jetzt auch so ein kleiner Gefriereffekt. Na, gibt es jetzt wieder ein Flashback? Na. Ha. Okay, es wird weird. Wer hätte gedacht, dass das Beschaffen eines Kristalls schon so eine krasse Prüfung ist? Aber das dachte ich mir bei der Clone Wars Folge auch. Die war einfach gut. Hätte er doch nur mal Machtheilung. Wie praktisch, dass der hier in so einem videospielmäßigen Ding ruht und nicht irgendwo ist. Oh no, it's a fake. War die Prüfung nicht irgendwie auch auf Zeit? So, zumindest in der Clone Wars Folge. Wo kam die Stimme her? Hat er das abgespielt?
Weise Worte. Oh. Tja, anscheinend haben wir mir einen Teil seiner Erinnerungen zurückbeschafft. Erinnert mich immer noch an Nummer 5. Niedlich. Ist ja auch so ein Star Wars Trope, dass eine gute, dass eine, na, emotionale Beziehung zwischen dem Hauptcharakter und einem Droiden geben muss. Ich will ja nichts sagen, aber es ist eigentlich einigermaßen etabliert in Star Wars, dass die Droiden Gedächtnisse regelmäßig geleert werden, damit sie nicht merkwürdige Marotten entwickeln. Zumindest war das im Expanded Universe so, keine Ahnung. Ziel erreicht. Das würde ich ja so jetzt nicht sagen. Ach so, jetzt kann ich hier meine eigene Farbe auswählen oder was? Rot ist auch dabei. Wobei es mehr so ein Rosa ist. Was passt denn zu ihm hier? Kann mich nicht entscheiden. Das sieht irgendwie cool aus, aber das Gelbe hatte ich ja schon die ganze Zeit. Na komm, wir nehmen das. Ich möchte sagen, Türkise. Jetzt kommt das frankensteinigste Lichtschwert aller Zeiten dabei raus, oder was? Wahrscheinlich, weil ich jetzt den Sondendroiden begegnet bin, kommt jetzt eine imperiale Armee auf mich zu beim Weg nach draußen. Und sag ja, irgend so ein Frankenstein-Lichtschwert. Hatte mich schon gefragt, ob es noch einen Zweihand, also nicht Zweihand, sondern Zwei-Lichtschwerter-Modus geben wird. Das ist doch auch so ein Muss. Jetzt will ich aber mal gucken, was ich hier noch an Anpassungsmöglichkeiten habe. Ah, jetzt habe ich alle Farben. Okay. Magenta. Ah, okay. Und ich kann auch einfach mein altes wieder herstellen.
Dann will ich jetzt aber auch sehen, was ich hier noch so zur Verfügung habe inzwischen. Nee, das sieht mir zu abgegammelt aus. Oh, das mag ich. Oh, nee, das ist ein bisschen viel. Das sieht ein bisschen aus wie... An wen erinnert mich das? Inzwischen sind es ganz schön viele, muss ich ja mal sagen. Ne, da bleibe ich aber bei der bisherigen Variante. Ach so, und jetzt kann ich das auch wieder umbauen. Okay. Ich bleibe dabei. Das sieht am, finde ich nach wie vor am schönsten. So, matt lackiertes Lichtschwert. Jetzt habe ich leider die Tastenkombination schon wieder vergessen. Ah, so war das. Okay, ist aber nur so ein einzelner Move. Okay. Ja, dann speichere ich hier mal. Und wir nähern uns auch schon wieder der Halbstundenmarke der magischen. Deswegen, wo hier gerade dieser praktische Speicherpunkt ist, sage ich mal, dann sehen wir uns in der nächsten Folge tatsächlich wieder. Das scheint mir nämlich, wie gesagt, gerade wie gewohnt, nicht wie gesagt, wie gewohnt ein guter Übergangspunkt zu sein. Und ich bleibe einfach mit meinem üblichen Abschied. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Und ja, das YouTube-übliche liken, teilen, abonnieren, kommentieren, ihr kennt es. Ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, nutze die Macht, Kerl. Ciao!